Herzlich willkommen zurück zum Black Mesa. Das hier ist Part 10 und ich muss euch was gestehen, diesen Part habe ich aus Versehen gelöscht. Als ich gestern Black Mesa Part 10 hochladen bzw. freischalten wollte, ich dachte, ich hätte ihn schon längst hochgeladen, fiel mir auf, den habe ich gar nicht. Part 11 ist online, 11 ist übrigens das Finale. Hier dieser 10. fehlt, also werden wir den jetzt einfach nochmal machen. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich denke, und dass das auch in dieses halbe Stunden-System reinpasst. Also nicht wundern, ich kenne ein paar Sachen hiervon schon. Und am Anfang leckt das hier so ein bisschen. Na los, komm, wir sterben. Na komm. Der hässlichen Viecher, ey. Ach, scheiße. Geil. So, wir kämpfen uns jetzt hier langsam durch diesen Reaktorkern. Oh, scheiße. Viel Energie habe ich nicht mehr. Oh! Die schießen einfach zu heftig und zu schnell. Oh Gott, ich gehe doch drauf. Boah, das war knapp. Ich brauche Energie. Knapp. Wir könnten hier trotzdem mal safen. Ich brauche unbedingt Energie. Aber ich glaube, die kriege ich jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt... Ich spiele mein Spiel durch und dann lade ich so peu à peu diese Parts hoch. Das ist jetzt, Black Mesa ist bei mir anderthalb Wochen her und also nicht wundern, dass ich jetzt vielleicht alles nicht mehr so ganz im Kopf habe. Aber ich kann euch sagen, ich finde es großartig. Das sage ich, glaube ich, in jedem Part, dass ich es großartig finde. Nee, mach mal runter. Ich glaube, da drüben gab es nämlich Energie. Ja. Ja, hier gab es Energie. Okay. Gibt es hier hinter noch was? Nee. So, also hier oben. Ja. Oh yeah, wir sind wieder da. Da oben sind Wissenschaftler. Und das hatte mich total überrascht. Das werdet ihr gleich sehen, was hier passiert. Das ist der Oberhammer. Hey. Mach Ruf. Und Energie. Yeah. Geht oben tierisch zu, Doc. Seien Sie vorsichtig. Warum seien Sie vorsichtig? Du kommst mit, du Penner. Alright, I'm ready. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir die hier? Nehmen wir die. Okay, du bist ready, dann los. Oh! Das Penner. Er hat ihn getötet. Was war das denn? Was war das? Alles gut. Wir können mal safen. Hier, und da zieht euch das mal rein. Jetzt gibt es nämlich in diesem Abschnitt sowas wie Portal. Und... Junge!
Und schon ist man auf der anderen Seite. Total cool. Ah, ne, hier geht's nicht weiter. Ah, der hat noch Muni. Was wir jetzt nicht gesehen haben, wie ich gerade selber hier sehen muss, ist... Kann man hier mitfahren? Ja. Es gibt hier noch irgendwo eine Sache, wo der G-Man auftaucht. Das suche ich gerade. Huch. Ach was. Und so kommt man hier rein. Ah, das werdet ihr alles gleich noch sehen. Das sind hier 10. Da kommen wir gleich erst hin. Vorne ist ja nichts Tolles. Irgendwas hier machen? Kann ich auch noch nicht. Krass, das hier wusste ich auch nicht. Dann müssen wir nochmal zurück. Ganz kurz. Ja, dann hätte man nämlich auch diesen Kleinen hier vergessen. Das darf ja auch nicht sein. Ich glaube, da muss man hier vorne rein. Ja, scheiße, das haben wir jetzt leider verpasst. Normalerweise sieht man hier den G-Man. Ey, ich will euch das zeigen, weil das ist cool. Ah, Spiel... Nein. Abbrechen, Spiel laden. Hier. Das müsst ihr einfach sehen. Also, seid froh, dass ich weiß, dass es das gibt, weil das ist eine echt coole Szene. Da. Guckt euch das an. Da ist der G-Man. Und wumm, weg ist er. Gehört einfach dazu. Muss einfach sein. Na, geht doch. So. Hier sind wir richtig. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Warte mal hier hoch. Gab's hier was? Ja. Jetzt geht es nämlich darum, dass hier sind Portale. Und mit diesem Portal komme ich da hin. Und ich muss nach da oben kommen. Kann ich jetzt halt nur sagen, ich habe in dem Video habe ich mehrere Tode erlebt. Glaubt mir. Das Problem ist, dass sich das hier immer, dass das zeitgebunden ist. Seht ihr immer dieses Funkeln, Funkeln, Funkeln. Und irgendwann geht's weiter. Und jetzt bin ich schon wieder im Arsch. Jetzt müssen wir nochmal neu laden. Das ist echt zum Kotzen. Oh. Scheiße. Ne, ist doch alles gut. Weil wir machen jetzt ein Safe hier drinnen. Nachdem ich die Energie geholt habe, natürlich. Na. So. Safe. Machen wir nochmal einen direkten Safe hier vor. So, safe. Und los. F6. Boah. Hä? F9. Hier werde ich öfters sterben, meine lieben Freunde. Wartet's ab. Das ist richtig, richtig Party-Spaß. Oh, auch richtig. Das war richtig, das war richtig. Oh. Ah, zurück, 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 zurück. F9. Das Problem ist, das kommt hier alles auf Timing drauf an und vieles ist einfach nur Zufall und... Na, das war ja auch schön. Und vieles ist nur Zufall und Ausprobieren gewesen. Und ihr werdet sehen. Ah, hier sind wir richtig. Safen. So. Es geht natürlich heute alles ein bisschen schneller. Schade, dass ihr dieses Try-Video nicht gesehen habt. Auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut. Hier ist die 1.
einmal drauf drücken. Kann man auch übelst zermanschen, ne, wenn man da reinspringt. Genau so. Na, tolle Wurst. Da müssen wir jetzt reinjumpen. Na, nochmal F6, man weiß ja nie. Na toll. Ich hab ja gesagt, man weiß ja nie. Nein! Tsch. Oh Mann, bin ich schon wieder hängen geblieben. Schade ist jetzt auch, ich glaube, ihr seht jetzt nicht diese ganzen... Wenn man irgendwie ein falsches Timing hatte beim Reinspringen, bei diesen vielen Sachen... Oh, hier bin ich jetzt richtig. Wenn man da ein falsches Timing hatte, dann ist man zu diesen Wissenschaftlern, die ich euch irgendwo schon gezeigt hatte, ist man zu denen hingekommen und... Da hatte ich was entdeckt. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das war halt durch falsches Abbiegen da oben. Und dann ist man auf einmal... Ja. So ein Schacht runtergefallen und tauchte dann wieder in diesem Büro hier hinter mir auf. Und. Also das war so ein Durcheinander. So, Havoc Engine, dann zeig mal, was du drauf hast. Ah, Kacke. Schaffe ich das noch? Oh, du bist ja der König der Engine. Lächerlich. Ich dachte, da kommt mehr. Uhu. Uhu. Tja, und das ist euer Vorteil. Ich habe anscheinend alles richtig gemacht. Ich bin jetzt hier. Und hier, um hierher zu kommen, brauchte ich ein bisschen länger beim ersten Mal. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe viel, viel länger gebraucht, um genau hierher zu kommen. Gordon Freeman. You finally found us. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Wir haben Sie bereits erwartet. Ja, ich bin der Typ mit dem hässlichen Glibber in der Hand. Let's get moving. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... So, und genau hier machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Ich muss den Cut machen, weil ich weiß, mein altes Video endete genau hier. Wir sind jetzt... Ja, es ist krass, es hat eigentlich nur die Hälfte an Zeit gekostet.
Aber so ist das nun mal, wenn man die Sachen schon kennt und sich nicht bemühen muss. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt tierisch freut auf den letzten Part Black Mesa, weil ihr habt es gerade vielleicht gelesen, ne? Fettes Wesen wartet auf mich und so weiter und so fort. Wartet's mal ab, wie das Finale wird. Also, meine lieben Freunde, haut rein und wir sehen uns im Part 11. Ciao, ciao.